Hallo und herzlich willkommen zurück. Prison Architect wieder am Start, ihr auch. Sehr schön. Vielen Dank fürs Reinklicken. Und hier ist ein bisschen eng. Ne? Ich hoffe gerade auch mal im Tagesplan. Duschen, duschen, duschen. Die sind alle ziemlich zeitgleich. Aber das scheint ja von der Gefahrenstufe zu gehen, dass alle gleichzeitig duschen. Was ist denn hier wieder los? Ich verstehe es nicht. Da fehlen Verbindungen. Und zwar ziemlich viele. Da habe ich vorhin irgendwie Mist gebaut in der vorigen Folge. Also ist eine Kamera, okay. Zack. Die hier muss auch noch. Oder habe ich da echt richtig viel Mist gebaut? Aber so wie ich das sehe, müsste ich jetzt alle drin haben. Ja, das läuft. Okay. Ja, da habe ich einiges verkackt hier. Jetzt kann ich nochmal alles neu machen. Da habe ich nämlich irgendwie alle Verbindungen getrennt. Vorhin. Wahnsinnig toll. Jetzt erkenne ich fast nichts mehr. Ich hoffe, das klappt jetzt. Hä? Die hier. Was für Lampe? Ach komm, egal. Die lassen wir einfach rumstehen. Egal, so, wir haben jetzt eigentlich 8 Stunden neue Gefangene. Allgemeinbildungsprogramm und Grundbildungsprogramm. Was sind jetzt da schon wieder Unterschiede? Ich verstehe gar nichts mehr. Hier. Grundbildung. Okay, wir haben keinen Lehrer, dann lassen wir das mal, nur mit einem. 11 in Warteschlange. Starten wir nochmal eine neue Runde. Und das kostet jetzt so viel, dass wir das mal schön lassen. Nee, wir stoppen das Ganze. Wo haben wir allgemein? Null Interesse, null... Ach je. Das können wir mal starten hier. Die Verhaltenstherapie. Die ist wichtig, denke ich, dass die mal ihren Scheiß Aggression mal in den Griff kriegen, ne? So. Das läuft auch, wird dann gebaut. Strom haben wir einiges da. Von wegen Versorgung, Servomotor und so packen wir hier auch direkt hin. Und hier oben fehlt jetzt gerade komplett Wasser. Okay. Ach je. Haben wir hier ein Rohr vergessen. So, dann müsste jetzt aber auch gleich alles da oben ankommen. Und dann dürfen, können unsere Leutchen auch gleich mal wieder schön aufs Örtchen gehen. Ja. So, Spur mal vor, bis unsere neuen Gefangenen kommen. Die Leichenhalle ist gerade leer. Ich kann jetzt auch nicht mehr Leute einstellen, das ist nämlich hier gedeckelt praktisch. Gut, die schlafen jetzt alle, aber was heißt das schon?
Was heißt das schon? Genau. Vor allem, die brauchen noch ein paar Stromteile da reinbauen, dann wäre hier mal Strom da, aber das machen sie nicht. Würden sie mal schnell... was ist das? Also manchmal verstehe ich nicht so ganz, was die hier bauen. Aber gut. So. Zack. Zack. Und dann haben wir bald unsere 100 Zellen. Wenn wir jetzt hier noch über die Gefängnistüren reinbauen, dann läuft das. Dann bekommen wir jetzt nämlich auch die restlichen Subventionsgelder. Ding, ding, ding. So. Zack. Ups, falsche Tür in der Wand. Und schon wieder. Dann bekommen wir hier nämlich noch Zellenblock C, nochmal 20.000 ausgezahlt. Cool. Oder 10.000, ich weiß es nicht. Müssen die halt dann fertig bauen. Ansonsten, was gibt's hier noch? Oben sieht doch alles... Oh, wir haben ja zwei Zellen, die nicht deklariert als Zellen sind. Hui. Dann schauen wir direkt zwei Zellen mehr. Und hier machen wir dann auch mal als Zelle. So, haben wir ja gerade nichts zu tun. Cool. Noch eine Zelle. Tada. Und jetzt kommen die alle an und dann haben wir jetzt gleich hier das geknackt, kriegen die Kohle. Das ist cool. Können wir gerade mal vorspulen. Da kommen sie alle angefetzt. Angefatzt. Montieren das alles. Und da haben wir 20.000 Subventionsabschlüsse bekommen. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich wieder schön Geld. Und ich würde sagen, was wollten wir denn nochmal bauen? Anhörungsraum. Ja. Genau. Eine Bücherei bauen wir uns jetzt. Und die Bücherei kommt hin. Wo? Hier. So. Die kommt richtig schön hier oben drauf. Bin mal gespannt, ob die dann die Zäune automatisch wegmachen. Oder wie das läuft. Und jetzt brauchen wir noch eine große... Köln-Straßentour. Das können wir uns auch gleich mal anschauen. Ich brauchte eine große Gefängnistür hier. Zack, da war die Bücherei. So. So, wie sah denn das gerade aus hier? Dieses große Straßentor, was die LKWs durchlässt, aber die Gefangenen nicht. Bauen wir uns doch einfach mal zwei Stück rein. Zack. Und Materialien als Zaun einfach hier seitlich auch nochmal zu. Zack. Dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wenn die jetzt hier so ein Tor reinbauen. ...80.000 würde die Fläche hier nochmal kosten. Hier auch. Okay. Das Gefängnis sieht jetzt... ...der Block, ja... ...Strom, Wasser fehlt halt. Schicken wir gerade einfach mal noch komplett durch. Ja, Strom fehlt halt noch, ne? Die müssen hier noch Strom bauen. Eine Stromleitung. Oh, das ist ja... Ah, das ist ja... Wow. Cool. Das sieht doch jetzt mal echt...
professionell aus. Hat sich kranker, als wenn er geschossen würde. Straßentor, ja, ich denke. Ah, hier gibt es auch den Altar und so. Gebetsteppich. Okay, witzig. Ja, geil. Würde ich sagen, dann entkommt hier vorne auf jeden Fall keiner mehr. Warum fährt der nicht rein? Achso, glaubt ihr? Nein, das muss automatisch gehen. Ja, verstehe ich nicht, egal. Schauen wir uns dann gleich nochmal an, wenn die noch ein paar LKWs reinfahren. Da bin ich mal gespannt. Jetzt müssen dann ja auch gleich dann die nächsten Gefangenen kommen hier oben. Genau, in 2 Stunden. Und der hier bringt noch Zeug hinher. Dann will ich jetzt mal sehen, wie das ist, ob der direkt durchfährt. Oh, der will wieder rein. So, jetzt machen wir normal. Dann schließt er das Ganze nämlich wieder. Wir haben jetzt echt viele gute Wachen hier drin, das ist gut. Es gibt gleich Essen und es gibt Mahlzeiten für alle. Das haben wir jetzt auch noch nie gehabt, glaube ich. Also es ist wirklich komplett für alle. Und dann auch noch 1 Stunde früher. Das ist cool. So. Und da fahren sie halt wieder nicht. Müssen wir jetzt hier... Doch, da ist der LKW-Fahrer, okay. Tragt mal das Zeug schnell raus. Und der kommt hier wieder nicht rein. Das verstehe ich nicht. Brauchen die jetzt ernsthaft auch diese Servomotoren hier? Nee. Das ist Quatsch. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, gut. Ah, doch, er ist durchgefahren. Okay. Jetzt haben wir nicht gesehen, wie er es geschafft hat. Jetzt ist mal interessant, wie sie losfahren. Kommt da jetzt ein Polizist? Hilft denen oder... Was ist da los? Ja, der Polizist läuft da wirklich nach vorne und macht das Scheißtor auf.